Hallo Freunde der analogen Unterhaltung. Hallo. Und herzlich willkommen hier am Spieletisch mit Hunter und mir, dem Alex. Wir haben hier wieder was Schönes vorbereitet. Was gibt's denn heute? Ja, heute gibt's ein neues Familienspiel aus dem Hause Hammer, Dragon Draft. Ein Drafting-Spiel, wie ihr euch vom Namen vielleicht schon denken könnt. Da wird nicht in die Irre geführt. Nee, da wird nicht in die Irre geführt. Das Ganze ist, wie gesagt, ein ganz neues Spiel. Deswegen haben wir auch hier leider noch keine Schachtel stehen. Die war noch im Prototypenstadium, aber das Spielmaterial, was ihr hier seht, alles schon final, so wie es nachher drin ist. Genau. Und es ist ein Familienspiel, bei dem wir hier, ja, charmantes Thema, würde ich sagen, einen Jahrmarkt bespielen müssen. Mhm. Der Höhepunkt des Jahrmarkts natürlich die Drachenshow mit auf den verschiedenen Drachen, die da so Magierdrachen, diese Kunststückchen, nicht, Drachen mit Pompons, die durch die Gegend flicken und. Ja, die so Kunststückchen vorführen, irgendwie der rote Drache kann gut Feuer spucken mit so einem gelben Muskeldrachen. Ganz lustig. Oh. Ja, auf jeden Fall. Ja, und natürlich wetteifern wir hier gegeneinander um die Zuschauer. Wer mehr Zuschauer anlockt, hat am Ende gewonnen. Das sind im Prinzip einfach die Siegpunkte. Und es ist, wie gesagt, ein Drafting-Spiel. Das bedeutet, es gibt hier eine Auslage mit vielen, vielen Karten. Und in der ersten Phase des Spiels dürfen wir jetzt reihum uns hier Karten raussuchen und sozusagen eine Kartenhand zusammenziehen, zusammendraften. Und dann wird geguckt, ja, wer hat da die coolsten Drachenkombinationen herausgepickt. Außerdem gibt es noch so Kobolde, die bauen uns dann auch noch so ein paar Tribünen, die uns irgendwie Bonuspunkte geben. Oder noch so ein paar besondere Marktstände, die dann auch noch so vier spezielle Effekte haben. Das seht ihr dann gleich, wenn wir die Sache mal durchspielen. Würde ich sagen, das Ganze kann man 2 bis 4 Spieler spielen. Wer hat es jetzt schon erraten? Wir spielen es natürlich jetzt zu zweit über 5 Runden. Und Hunter hat es auch schon gesagt, wer dann die meisten Zuschauer angelockt hat, hat gewonnen. Ja, Hunter, du hast Ich habe mir das Schaf schon genommen. Das ist eigentlich eines der großen spektakulären Dinge. So ein schönes, großes Schaf hier. Der Startspielmarker passt natürlich Thema Drachen, ja, aber bitte nicht in den Mund nehmen. Also du bist jetzt Startspieler für die erste Phase. Das ist die Drafting-Phase. Und das große Spielfeld, das haben wir am Anfang natürlich schon mit den jeweiligen Karten bestückt. Da gibt es Drachen- und Koboldkarten. Ich denke, das kann man ganz gut erkennen. Hier diese etwas so beige-gelblich hinterlegten, das sind Kobolde, entweder 1 oder 2 Kobolde, die wir dann zum Bauen benutzen können, und die unterschiedlichen Drachen. Hier am Rand gibt es noch Stinkdisteln. Die will man in erster Linie erstmal nicht haben. Der Name Stinken impliziert schon, da kommen die Leute dann eher weniger in deine Show. Ne? Das kann man ein bisschen negieren, erklären wir nachher auch gleich. Und wir würden wahrscheinlich mal mit dem Drafting anfangen. Und dann sieht man auch, wie dieser Mechanismus ist, wann Stinkdisteln ins Spiel kommen und wann nicht. Genau, also wir spielen, wie gesagt, 5 Runden. Es geht immer so, jede Runde hat immer so den gleichen Phasendurchlauf. Aber das seht ihr jetzt gleich, wenn wir die erste Runde spielen. Wie gesagt, jetzt geht es bei mir los und ich darf mir jetzt die erste Karte nehmen. Mhm. Ich kann mir jetzt entweder eine Karte hier von ganz links aussuchen oder ich sage, ich überspringe eine Karte und nehme mir schon eine aus der zweiten Reihe, aber dann müsste ich quasi eine Stinkdistel nehmen, also pro Karte ich überspringe eine Stinkdistel. Da ich am Ende dieser Phase nur 9 Karten haben darf, egal ob Stinkdistel oder nützliche Karte, ist es natürlich schlecht, also ich verliere quasi eine Karte. Auf jeden Fall. Deswegen mache ich das natürlich jetzt erstmal nicht. Ansonsten ist natürlich die Frage, welche Karte nehme ich? Hier ist schon mal ganz klar, der 2er-Kobold ist natürlich besser als der 1er-Kobold, das versteht sich von selbst. Und ansonsten ist hier noch so ein grüner Drache, da gibt es einfach, je mehr grüne Drachen ich am Ende habe, desto mehr Punkte gibt es. Und dieser gelbe Drache ist schon so ein bisschen besonders, weil da will man dann mehr haben als der Mitspieler, dann macht er nochmal 5 extra Punkte. Ist halt so ein bisschen die Frage, gehe ich auf die gelben, dann will ich auch die meisten haben oder nicht. Ich mache es mal ganz simpel und hole mir einfach den guten Kobold, da kann ich schon mal nichts falsch machen. Okay, und jetzt ist auch das hier eingetreten. Jetzt fehlt in dieser Reihe hier auch eine Karte, da wird nichts nachgelegt. In der Phase bleiben diese Lücken und die sind auch wichtig, weil ich kann jetzt schon in diese zweite Reihe hier gehen und das mache ich auch mal und dafür muss ich mir jetzt keine Stinkdistel nehmen. Hier liegt jetzt so ein lila, der Magierdrachen, der sagt einfach, wenn ich davon 2 oder mehr nachher auf der Hand habe, ist jeder lila Drachen ja 3 Punkte, also zieht quasi 3 Zuschauer an. Also hier muss ich kleine Sets sammeln bei dem lila Drachen. Mhm. Genauso ist es bei dem blauen. Da braucht man halt 2 Karten oder dann mehr. Dann gehe ich mal auf diesen gelben Muskeldrachen. Der gibt einfach 1 Punkt und eben 5 extra Punkte, wenn ich dann mehr gelbe habe als du. Okay. Ja, ich könnte jetzt überlegen, ob ich, wenn ich jetzt zum Beispiel den blauen hier nehmen würde, aber dann schalte ich so ein bisschen diesen 2er frei für Hunter. Das ist ziemlich eine gute Idee. Nee, das finde ich. Nee, ich nehme diesen 1er Kobold hier. Und das ist natürlich auch so, ich
Da steht nichts, dass man nicht in deine Karten gucken kann. Du darfst nur gucken, wie viel Karten ich habe. Ach so, okay. Ja, man ist auch hier ein bisschen Merkspiel. Was hat denn der Mitspieler für Karten genommen? Zweier Blau. Der ist ähnlich wie der Lila, nur der punktet halt ein bisschen weniger. Gibt ihn halt öfter, vermute ich mal. Gut, ich habe ja mit Lila angefangen. Lila liegt jetzt hier noch. Ich könnte also hier, ich glaube, ich mache das auch mal, damit ihr es auch seht. Ich überspringe jetzt diese grüne Karte, nehme mir dafür also eine Stinkdistelkarte auf die Hand und nehme hier dann den lila Drachen. Ich brauche ja davon mindestens, ja. Das ist ganz schön fies. Hier vorne liegen jetzt zwei rote Drachen, die geben 4 Punkte, aber da braucht man mindestens 3 und die anderen roten sind echt da ganz die hinten. Die sind da hinten, das ist sehr das spekulativ. Das ist ganz schön spekulativ. Ich nehme jetzt einfach erstmal diesen blauen. Ich habe übrigens ja schon 4 Karten auf der Hand, 5 kann ich noch nehmen. Ach, du hast schon eine Stinktiste. Ich habe schon eine Stinktiste. Ich nehme natürlich... Du hast ja auch schon wieder einen Muskeldrachen genommen. Ja. Da will ich dir fast schon wieder nicht den zweiten irgendwie gönnen. Aber die Zweierkarte ist auch... Oh, immer diese Entscheidungen. Ach, ich nehme jetzt einfach mal den Zweier. Ja, her mit dem Muskeldrachen. Naja, verstehe. Mann, Mann, Mann. Dann nehme ich 3, 4, 5. Nehme ich den grünen... Ich nehme den grünen Drachen. Na, der zählt einfach pro grüne Karte, die man hat, dann einen Punkt. Nehmen wir einfach nochmal den blauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, nicht nur pro, sondern das wird dann immer mehr. Je mehr du hast, also wenn du 2 hast, kriegst du schon 3 Punkte. Siehste, genau, wenn du 3 hast, schon 6. Also die Grünen lohnen sich auch. Dann, wenn du halt viele Grüne sammelst, dann ist er doch dann, gut. Dann nehme ich doch mal den Grünen hier. Du bist jetzt voll auf die Grünen. Ich habe jetzt schon 2 Grüne, das sind also 3 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also wenn du halt 4 Grüne hast, dann sind die zum Beispiel schon besser als die Blauen. Aber du brauchst halt echt viele. Ich nehme jetzt noch mehr Blaue. Einfach. Ich darf noch 2 Karten nehmen. Ich nehme hier jetzt einfach den Drachen. Und ihr seht schon, wir sind ein bisschen zurückhaltend mit den Disteln. Ja, das hätte ich mir fast gedacht. Wie viele Karten hast du auf der Hand? Karten. Du hast 8 Karten. Und ich nehme jetzt hier die 9. Karte auf die Hand und damit wandert das Schaf in meine Position und ich kann dann in der, ja, nennen wir sie mal Ausbauphase, anfangen. Tja, jetzt ist halt wirklich die Frage, der bringt mir gar nichts, das wäre ein einzelner Lilaner, bringt mir nichts. Das könnte ich entweder eine Distel, kann ich nicht nehmen, weil dann hätte ich ja mehr, dann nehme ich einfach diesen einer Kobold. So, jetzt haben wir alle 9 Karten, das war jetzt sozusagen schon die erste Phase und jetzt kommen wir in die Ausbauphase sozusagen. Jetzt können wir unsere Kobolde einsetzen. Im Prinzip gibt es 2 Möglichkeiten mit den Kobolden. Entweder man baut hier so eine Tribüne, die gibt einfach Siegpunkte, mehr macht die nicht. Und wird immer teurer. Es gibt halt 4er-Tribünen. Da gibt es halt nur 3 Stück. Ne? Wenn man dann halt, ne? Da muss man halt auch gucken, dass man die vielleicht auch abgreift. Weil 6er und 8er. Ich habe leider nur 5 Kobolde. Sonst könnte ich gleich schon so eine größere Tribüne da bauen. Für sich. Du bist jetzt aber Startspieler. Ich bin Startspieler. Ich fange an. Hier oder wie gesagt, zweite Möglichkeit, Entschuldigung, ist eben, dass du für 3 oder 2 oder 4, je nachdem, was du nimmst, kannst du halt eine von diesen besonderen Sachen hier bauen. Da erklären wir euch gleich, was die machen, wenn wir jetzt, also ich werde auf jeden Fall sowas kaufen. Du wirst sowas kaufen, weißt du. Man kann eine Tribüne ausbauen und eine Spezial, nennen wir sie mal Spezialfähigkeit oder einen Gegenstand kaufen. Ich habe jetzt, das schmerzt so ein bisschen, ich habe jetzt 5, da könnte ich mir eine 4er-Tribüne kaufen, aber für 1 gibt es jetzt keinen Sonderfall. Man kann aber auch Koboldkarten auf der Hand behalten. Und ich würde das wahrscheinlich sogar mal kurz tun. Und für 3, weil ich ja eine Stinkdistel habe, gebe ich jetzt mal 3 Kobolde aus und kaufe mir so einen ja gut duftenden Trank. Tada, ein Parfümtrank, ja genau, aus dem Beauty-Spa-Bereich hier. Und mit diesem Parfümtrank kann ich dann pro Distelkarte trotzdem noch nachher einen Zuschauer generieren. Ja. Ja. Und man kann das natürlich auch mehrfach haben, das heißt, wenn er jetzt in der nächsten Runde nochmal ein Parfüm holt, dann kriegt er sogar 2 Punkte pro Distelkarte. Ja. Ich werde mir auch für 3 Kobolde was kaufen, aber ich kaufe mir hier diesen Schinkenspeck, diese Schinkenkeule. Die erhöht meine Handkartenlimit um 1, was natürlich auch ganz gut ist. Ja, und das war jetzt sozusagen die Ausbauphase. Ja, ich habe jetzt auch nicht mehr genug für eine Tribüne. Zu überzählige Kobolde, die man jetzt übrigens nicht ausgeben hat, ja, die behält man einfach auf der Hand. Und jetzt können wir unsere Drachenshow abfeiern. Ja, ich habe einfach 2 gelbe, du hast gar keine gelbe, von daher habe ich hier die Mehrheit. Das bedeutet, ich kriege 2 Punkte plus 5 Punkte Bonus. Sind 7 Punkte, 7 Zuschauer. 7 Zuschauer, du hast den blauen. 50, und blau habe ich 4, das sind also genug. 4 mal 2 sind 8. So, da
Da bist du aktuell auf 15 Punkte. Ich fange mal einfach an. Ich habe ja eine Stinkdieste, ne? Durch meinen Trank ist die dann wenigstens auch nochmal ein, lockt die einen Zuschauern, ist auf einmal die schönste Blume der Welt geworden. Dann habe ich 3 grüne Karten und auf der Rückseite dieser Übersichtskarte sehen wir das dann hier jetzt auch. Dann bekomme ich dafür 6 Zuschauerpunkte, ja, die 3 hier also, bin ich also schon mal auf 7, 5, 6, 7 und dann habe ich es geschafft, 2 oder mehr Magierdrachen hier zu bekommen, bekomme ich also nochmal 6 dazu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bin ich also kurz knapp hinter Hunter. Die Karten, die werden natürlich auf dem Ablagestapel genau. gelegt. Und dann sozusagen werden die natürlich auch wieder gemischt. Ich mische die jetzt hier schon mal ein bisschen. Und ich habe noch welche übrig vom ersten Stapel. Dann habt ihr, seht ihr hier genau. schon, wir haben hier so eine schöne Umrandung, so eine Türmchen, 1, 2, 3, 4 und 5. Da sind wir jetzt also in Runde 2 und das ganze Spektakel geht von vorne los. Genau, hast du es gut gemischt? Dann gut kann man gemischt hier ist so eine Frage, aber ja. Weiter auslegen. Nochmal zur Erinnerung, Hunter hat sich ja jetzt schon seinen Schinkenspeck besorgt. Er darf also jetzt 10 Karten insgesamt auf der Hand haben. Wir beide haben. So egal. Das ist aber ja dadurch, dass es sozusagen strategisch hier, dadurch, dass es hier so in diesen Reihen ausgelegt ist. Heißes Eisen wird, nach dem Motto. Macht es nichts. So. Okay, du darfst anfangen, weil du dieses Schaf hast. Ich fange mal an, weil ich ein scharfer Typ bin. Jetzt liegt hier ein roter Drache, da liegt ein roter Drachen. Aber du hast schon wieder mit dem gelben. Aber ich nehme jetzt mal, ich nehme hier mal den roten Drachen. Keine Distel aus der ersten Reihe. Du bist die Nimm dir doch einfach den gelben Muskeldrachen. Nee. Nee, bist du da nicht so. Das könnte ich aber tun. Ich mache es jetzt auch mal. Ich überspringe also den roten Muskeldrachen. Mhm. Dafür nehme ich mir wieder eine Distel-Karte auf der Hand und habe jetzt schon 4 Handkarten. Aber Distel ist auch nicht Distel ganz ist gut. So schön. Na gut, dann nehme ich halt doch den. Jetzt hat er den Muskeldrachen genommen. Freigeräumt hierfür und zack, da ist er, der dritte Drache. Das sind also schon mal 12 wartende Zuschauer von meiner Show. Mann, wird das ein Feueratem, sage ich euch. Der grillt übrigens coole Marshmallows dabei. Ist eigentlich ist eine Feuershow und Snackbereich in einem. Eieiei, was mache ich denn jetzt? Ja, da sieht er schon mal. Jetzt haben wir hier zum Grübeln gebracht, den Hunter. Ja, jetzt mache ich. Hallo Distel, mein Freund. Ja? Ja? Zwei Kobolde kommen ja, mit komm einer Distel. Ich nehme mir hier nochmal den Drachen und noch eine Distelkarte für den Magierdrachen, den ich übersprungen habe. Jetzt habe ich schon 4. Ich nehme doch den. Das hätte ich nicht mal nehmen sollen vorher mit der Distel. Das war blöd. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karten habe ich auf der Hand. 7. Dann nehme ich mir die. Ich hätte sie, muss ich mal aufpassen, dass ich mir noch Kobolde, glaube ich, besorge. Ich hole mir den Kobold, die 8. Karte. Nehmen wir den grünen hier. 8. Karte. Und dann hole ich mir hier die 9. Karte und ich bleibe dann auch Startspieler in ich der Kaufphase. Ja du darfst ja, du darfst noch mal richtig rein und ein paar besten Disteln holen. So einen richtig schönen, vollen, stinkenden 6, 7, Strauch. 8, Disteln. Ich kann ja 10, also noch 2 Karten. Dann nehme ich natürlich noch den grünen hier. Und jetzt, ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, soll ich mir einfach noch einen Kobold holen? Ich kann noch eine Karte, Distel kann ich keine mehr nehmen, die kostet, bringt mir halt einfach nur, du hast ja eh keine gelben. Ich habe keine gelben, das sind einfach nur ein Punkt. Das ist ein Punkt, oder ich nehme mir einfach den Kobold. Ich würde ja, das ist eine gute Frage. Da kann ich dir, du kannst natürlich auch bis, ach nee, bis nee. Deine eine Karte darfst du noch nehmen, ja? Ich darf nur noch eine nehmen. Ach komm, ich nehme mal den Kobold. So, dann kommt die Kobold-Phase auch schon. Guck mal, aber dafür habe ich jetzt. Ja, aber ich kaufe als erstes. Aber du hast trotzdem, du hast wahrscheinlich mehr. Ich habe ja, ja. Ich habe 4 und ich kaufe mir jetzt trotzdem ja. mal hier diesen Ausbau. Der hat halt 7 Punkte, die werden immer von aufsteigend, absteigend sortiert. Also man kann bis zu 26 Punkte damit generieren. Das lege ich mir jetzt einfach hier so in eine Ecke, die Tribüne. Ja, gib mir natürlich halt die 7. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich habe 6, das heißt, ich kann mir das, die größte von der und das sind 14 Punkte. Eieieiei. Das heißt, dann sind wir hier bei 29. Ja. Mann. Gut, ja, also meine Distel kann ich gleich mal abwerfen, die bringt mir gar nichts. Die bringt dir gar nichts, ja. Dann kommen wir vielleicht wieder von mir startend. Ja, ich habe hier 6 Punkte. Nochmal 6 sind 12 und 3. Nochmal 3 Punkte? Ja, nochmal 3.
und ein Kobold. Da ist er bei 44, nicht schlecht. Ich habe zwei Disteln und durch meinen schönen duftenden Trank oder mein Parfüm bekomme ich dafür dann wenigstens schon mal zwei Punkte. Eins, zwei. Und dann habe ich jetzt hier 4x4 Karten, ja, also 16 Punkte. Hat jetzt nicht so die Feuer, also deine Tribüne. Ich hätte mal deine Tribüne abfackeln sollen. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, die Kobold, die waren ordentlich fleißig bei mir diesmal. So, das war jetzt schon Runde 2. Ja, wir kommen in Runde 3. Wir kommen in Runde 3. Und 50, ihr seht, die Zuschauerzahl da endet bei 50. Aber wir haben hier natürlich so einen kleinen Sondermarker, habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Den kann man einfach umdrehen und dann hat man die 100 Pluspunkte, die man dann auf der Leiste abtragen kann. So. Mhm. Oh, jede Menge gute Kobolde. Da gibt es Kobolde. Ja, da regnet es Kobolde. Die treten in Rudel auf, die Kobolde. Weil wir so viele Kobolde. Ja, das muss man natürlich sehen. Ein bisschen, oder? Aber ja. Gut, du hast immer noch deinen Schinkenspeck. Du darfst 10 aufnehmen. Ich habe auch nichts. Wir haben auch, hast du was mitgenommen in die Runde? Ah, du hast was mitgenommen. Dann beginne ich mal wieder. Ich würde jetzt dann, ich nehme mal hier diesen Doppelkobold. Ich verrate jetzt schon meine Strategie. Ich versuche mir mal so ein Plättchen da zu holen. Also ein großes, teures Plättchen. Hol mir hier. Du holst die ganze Kobold. Ich hole mir einen Kobold. Ja, ich bin jetzt schon bei 4 Kobolden. Dann nochmal bin ich jetzt schon bei 6 Kobolden. Du willst jetzt Kobolde haben. Ja, jetzt geht's jetzt. Mal gucken. Und eine Distel finde ich auch gar nicht so schlecht. Ist immerhin auch ein Punkt für mich. Siehst du, ja, da ist er da. So ja, sieht's damit aus. Na gut, dann nehme ich den hier. Dann bin ich halt bei 7 Kobolden. Hast du schon wieder was übersprungen hier? Nee. Doch, her mit der Distel. Dann nehme ich mir hier den 8. Kobold und nehme natürlich auch eine Distelkarte. Ja, nee, los, gib mir die Distel. Da sammelt er die Disteln. Mann. Ja, da würde ich sagen, musst du dir mal einen schönen Trank kaufen, wa? Bei den Disteln, die du jetzt hast. Wie viele Karten habe ich denn insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich. Jetzt müsste ich doch mal vielleicht irgendwie noch mal ein paar Drachen. Und ich nehme mir mal den Drachen hier. Ja, guck mal, 10. Ich hätte den einfach nehmen sollen. Egal. Dann nehme ich mir 8. Da war er. Ich bin ab nicht 10. Du bist schon. Durch die Disteln habe ich mich mal nach vorne gegeben. 8. Ich habe 8. Ich darf noch eine Karte. Hast du dir einen goldenen Drachen genommen? Wer weiß, ich nehme mir den einfach. Ah, das ist ja. Ein Muskeldrachen, der wird den Trizept euch mal richtig ins Gesicht springen lassen. So, okay. Gut. Ich darf jetzt aber zuerst, ich muss mir jetzt natürlich so einen Trank holen. Mit 3 hole ich mir auch so einen Trank. Das duftet. Dann habe ich, kannst du noch eine Tribüne kaufen? Kannst du nicht. 6, 7, 8 Kobolde. Das ist 8 Kobolde und du siehst, 26. Ich muss den sogar nehmen, weil der oben liegt. 26. Hunter, kannst du vielleicht so lieb sein und da mal weiter? Jetzt 6, ist es langsam in deinem Bereich. Ich bin 1, grün. 2, 3, 4, 5, 6. Das sind also 44 plus 20 sind 64. Also bei 14 dort hinten kommen wir an. 114 Punkte. Nicht 114, 64. Entschuldigung, auf der 50 hast du recht. Gedanklich habe ich den schon umgedreht. 64, Mann, das wäre niemandem aufgefallen. Ich weiß nicht, wie man das am besten so. Ja, jetzt. Oder wir, guck mal, wir legen das hier hin. Ja, da, ich glaube, so genau. Da wird das hier hingelegt. So, machen wir das. Okay. Ah, jetzt hast du dir die Tribüne geholt. Ich habe alles ausgegeben. Ich habe hier, ich kriege einfach nur 3 für meinen Trank plus 4x4. Da kannst du gerne noch schon mal sind weiter. Also schieben. 19 Punkte, richtig? 6, 7, 8, 9. Achso, und noch 10. Das sind 3, 13. Eins hinter dir. Ist aufgeholt wegen der Tribüne. Ja. Ich habe eine Distel, ist immerhin ein Punkt wert durch mein Fläschchen. Dann habe ich einen Muskeldrachen, also 5 plus 1 sind 6. 1, 2, 3. 6. Und dann habe ich es dann doch nochmal geschafft, 2 Magierdrachen hinzukriegen. Das sind also nochmal 6 Punkte. So. Na, das war keine gute Runde. Ach ja. Vierte Runde. Vorletzte Runde. Es wird nochmal heiß hier am Drachenlagerfeuerstand, würde ich sagen. Aber was natürlich auffällt, natürlich jetzt hier in 2 Personen dürft ihr natürlich nicht. Dadurch, dass wir nur zu zweit sind, kommen wir natürlich nicht bis ganz runter. Ja. Wenn ihr euch vorstellt, wir räumen hier immer so die Hälfte ab. Mhm. Wenn man zu viert spielt, ist halt wahrscheinlich fast alles leer. Ne? Das ist sozusagen halt hauptsächlich der Unterschied, denke ich, zum Mehrpersonenspiel. Dass man hat, und natürlich, weil man braucht länger, bis man wieder dran ist, da ist es schwieriger zu planen, okay, welche Karte könnte möglicherweise in meine Reichweite kommen. Mhm.
Wir können vielleicht ja kurz jetzt auch nochmal sagen, also wir hatten jetzt einmal schon den Schinken und den Parfümtrank gekauft. Es gibt aber noch Drachenkrallen, die kann man sich für 4 kaufen. Und pro Drachenkralle, die man hat, bekommt man dann für jede unterschiedliche Drachenart, die man hat, einen Siegpunkt. Also nehmen wir mal an, wir haben einen blauen Drachen, also 2 blaue Drachen und einen gelben Drachen und einen lila Drachen. Dann sind es 3 Drachenarten, bekommt man nochmal 3 Siegpunkte pro Kralle. Und dann gibt es das Feuerwerk. Das Feuerwerk generiert einfach so einen Siegpunkt. Ja, das sollte man natürlich am Anfang kaufen. Das kostet kaufen, allerdings ja auch nur 2. Bestimmt, hätte ich auch kaufen können. Nein, ich habe mir extra aufgehört. Okay, gut. Ich darf anfangen. Du darfst anfangen. Du bist immer noch bei 10 Karten. Eine Karte hat er allerdings noch in der Hand. Von daher, du kannst es auch jetzt absagen. Also, das ist auch nicht so dramatisch. Guck mal. So, ich nehme einfach den ersten Drachen. Du nimmst den, da liegen 1, 2 rote, die kommen dann wieder erstmal da hinten. Da lila ist auch so weit hin. Jetzt, irgendwie hast du jetzt gerade nicht so schön gemischt, muss ich sagen. Ich nehme mal einen grün. Guck mal, ja, 4 grüne sind 10 Punkte, habe ich gehört. Jetzt grüne sammeln, das ist doch ja, ich ist bin, absurd. Bin mir noch nicht so sicher. Worten. Du hast jetzt ist mal so ein bisschen, man kann ja Karten ziehen, draften, was einem zugutekommt. Oder ein legitimes Element ist ja auch immer zu draften, zu ziehen, Karten, die der andere braucht. Und deswegen nehme ich mal schnell was noch eine rote. Der kann, bringt dir doch auch nichts. Der bringt mir nichts, aber der bringt dir was. Ja? Ich will das ja hier gleich mal in die Familienspielreihe einführen, dass man da ja auch mal... Dann nehme ich den grünen. Oh! Und wie so oft zahlt sich das nicht aus, wenn ich das tue. Verdammte Axt, ja, ich sehe schon. Dann nehme ich den gelben, mein Freund. Was ist das, ja? Ey? Wieso du hast, glaube ich, schon einen gelben, oder? Du hast schon wieso gelben. Machst du sowas? Hör auf, den grün zu nehmen. Mann, ey. Ich überspringe einen. Ja, mit der Distel. Das ist meine Distel. Ja. Du kriegst ich das, ich krieg auch nicht. Ah, du, oh, verdammt, hat er den Zweier genommen. Wenn ich das hier, 1, 2, 3 Disteln und die Karte, das ist ganz schön teuer. Das ist ganz schön teuer. Ich nehme jetzt hier mal den Einer, Kobold. Dafür nehme ich den, gib mir die Distel. Jetzt hat er sich geholt, hier den dritten roten Drachen. Dann hole ich mir einen lila Drachen. Ja, hier, komm, eine Distel her. Ja. Und ich glaube, dann bin ich aber auch schon im Limit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habe ich. 9, 10. Nee, scheiße. Oh, überzogen. Geht nicht. Geht gar nicht. Wieso geht es nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, ich darf nur noch eine Karte nehmen. Das ist so bitter. Ein Kobold kann ich dir empfehlen. Ja, hier Kobold, oder da. Ja. Ich wollte ihn eigentlich nur ablenken, dass er nicht diesen Drachen mir hier wegnimmt. Ich wollte jetzt unbedingt. Da muss man echt aufpassen, ja, dass man da nicht seinen Handkartenlimit überzieht. Ich darf noch eine Karte nehmen und ich nehme mal noch den goldenen Musk. Oder, ja, das ist ja eine Katastrophe. Ich hoffe, du hast. Jetzt, du warst als erstes fertig mit deinen Karten. Du bist hier wieder Startspieler. Jetzt ist natürlich die gute Frage. Ich habe nur einen Kobold. Das war ja wirklich eine schwache Nummer hier von mir. So einen mickrigen Kobold nur genommen. Also nichts gegen den Kobold, aber... Jetzt spielen wir halt nur noch eine Runde. Wie viel Kobolde kannst du denn ausgeben insgesamt? 6? 5? Ja, oh, das passt. Reicht ja gar nicht für eine Tribüne. Aber du kannst hier so eine schöne 6-Punkte-Tribüne dir hinbauen. Ja, ja. Man hat natürlich nur 4 Ecken in seinem eigenen Bereich. Heißt ja auch nur insgesamt 4 Tribünen, wenn es geht. Aber die schönste, größte Tribüne im Land habe ich schon. Na gut, also gut, ich mache das halt trotzdem. Ja, 6 du Punkte. 6. 1, 2, 3, 4. Auch wenn es nicht wirklich gut tut. Naja gut, also 2 Punkte für die Distel. Ich kann mir nichts kaufen, ja, nicht, dass du das mir hier das gleich sind wegnimmst. 3. Also sind es 5 und das ist halt ein Punkt, 6 und das ist halt gar nichts. Also da habt ihr, so könnt ihr sehen, so nicht Dragon-Draft das spielen. Ist ja, Mann. Ich habe jetzt hier die Mehrheit gekriegt mit meinen goldenen, gelben Drachen. Damit bin ich also bei 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann habe ich auch 3 Grüne gekriegt. Das waren nochmal, 2 Grüne, 3 Punkte. 1, 2, 3. Ja, wunderbar, 2 Magierdrachen wieder, also 6 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den habe ich dir ja nicht gegönnt. Und mit einer Distel und meinem Parfüm kriege ich also noch einen Punkt. Oh, habe ich jetzt auch so gesehen, die Distel hier reingemischt. Das könnte durchaus sein. Aber die kann man gut rausfiltern, weil die so einen schönen, ja...
fast so korallenblauen Hintergrund haben. So, aka Türkis. Das stimmt alles. Wir sind jetzt in der letzten Runde, bist du oder? Voll davon in der letzten Runde. Ja, Mann, noch eine Runde und dann wird abgerechnet. Wer dann die meisten Zuschauer hat, der hat halt einfach gewonnen. Mein Ziel ist, den Marker noch auf die 100 zu bringen. Ja, das kriegst du hin. Das ist mein Ziel, denke ich mal. Jetzt gucken wir mal. Jede Menge Kobolde. So. Schauen wir mal. Hier liegt auch gar nicht so wenig Potenzial rum mit dem Blauen. Ja, ja, das stimmt. Da sind wir mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Aber du darfst ja als erstes anfangen. Ich habe ja einen Kobold zurückgelegt. Ich nehme auch den Zweier Kobold. Drei Kobolde habe ich jetzt schon. Das hast du natürlich nicht gehört. Einen halben Kobold. Einen arbeitslosen Kobold. Distel, komm, nimm doch mal so richtig schön 5 Disteln oder sowas. Was hast du denn hier genommen? Ich war abgelenkt. Ah, das ist aber nett. Ein Magierdrachen hast du dir genommen. Ich nehme mir mal schon eine Distel und nehme hier diesen Kobold. Dann habe ich jetzt schon mal 5. Dann nehme ich jetzt mal 1, 2, 3, 4. Ich nehme den grünen hier. Dann nehme ich noch eine Distel und den zweiten grünen für mich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 Karten habe ich auf. Das war sehr nett von dir, Hunter. Dann nehme ich den hier ohne eine Distel. Ich kann noch eine Karte nehmen. Ich kann noch eine Karte, 6, 7. Und dann hole ich mir, glaube ich, noch mal eine Tribüne. Ich muss einfach. Bühnenbaumäßig, ich bin jetzt voll. Bühnenbaumäßig werde ich hier gleich ausweichen. Ich kann jetzt nämlich noch 3 nehmen. Diesmal habe ich diesmal 1. Okay, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob meine Taktik aufgeht. 1. Ich kann noch 3 nehmen. Tja, wir werden es sehen. Niemand zwingt dich übrigens dazu. Du hast nicht deine Schinkenkeule jetzt endlich mal aufgegessen? 1, 2, 3, 4, 6. Jetzt könnte ich noch 2 nehmen. Oder soll ich? Oder nehme ich lieber den? Ich glaube, ich nehme lieber den. Du darfst anfangen. Ich darf anfangen, ja. Ich werde mir gleich noch eine Tribüne kaufen. Aber wie viel hast du? Ich habe 8. Mein Freund, ja. Irgendwo müssen die Leute doch auch sitzen. Das ist ja kein Wunder, dass die bei dir im Schlamm stehen das nicht toll finden. Ne? Ja, aber ich mache das billigen trotzdem. Das ist, glaube ich, trotzdem besser, auch wenn ich hinter dir bin. Okay, gut. Gut, dann gebe ich mal wieder 8 Kobolde aus. 22. Ich kann das auch, aber das ist jetzt natürlich blöd, weil ich nicht starte. Da kriege ich wenigstens 18. Seht ihr, da ist so eine große Drachentränentropfe gerade. 22 und ich kriege 22, 18. Wo sind wir denn hinten? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Da hinten und ich drehe natürlich meinen Marker und ich 18. Du kriegst also 18. 10. Ja. Mehr konnte ich mir natürlich nicht kaufen. Ich hätte, wenn ich noch Kobolde gehabt hätte, natürlich noch. Na gut, ich krieg wenigstens hier 6. Und dann nochmal 12. 1 und dann 11. Immerhin habe ich es auch über die 100 geschafft. Du hast es auch über die 100 geschafft. Ich habe noch 2 Disteln, die mir auf jeden Fall 2 Punkte, 1, 2 bringen. Und dann habe ich noch 2 grüne Drachen und immerhin 3 Punkte. 1, 2, 3. Ich muss schon mit Piet mehr solche Spiele spielen, dann gewinne ich auch endlich mal, glaube ich. Ja. Ja. Oder mehr mit dir spielen, Hannah. Ja. Ja, nee, also ihr seht, ich glaube tatsächlich, die Distelstrategie, die muss man entweder sofort verfolgen, so wie du, oder am besten Disteln vermeiden. Jetzt im Nachhinein denke ich, hätte ich, glaube ich, einfach mir nochmal so einen Schinken holen mehr sollen. Karten so richtig auf die Karten, auf Karten gehen. Ja. Ist, glaube ich, auch eine interessante Strategie gleich am Anfang. Man muss halt, das ist so eine Long-Term-Strategie. Auf jeden Fall. In einem relativ schnell gespielten Spiel darf man natürlich nicht vergessen. Ist ein Familienspiel. Und genau. Wer jetzt sagt, okay, Familienspiel vielleicht auch mit Jüngeren. Es gibt auch eine Einstiegsvariante. Wir haben ja jetzt mit diesen Spezial- Plättchen kann man ja gar nicht sagen, sondern ja schon den ganzen Tränken, Keulen, Feuerwerk und Drachenkrallen gespielt. Man kann sein eigenes Tableau hier auch umdrehen und dann entfallen quasi diese Boni. Aber ich denke, die sind dann doch die Würze hier in der Suppe gerade. Würde mich schon mal interessieren, so mit Drachenkrallen zu spielen, dann ein bisschen mehr variieren auch. Dann kann auch mal vielleicht eine nicht wertende Karte gut sein, weil man dann wenigstens eine andere Drachenart hat und damit Punkte kriegt. Also ja.
In diesem Sinne, feurig drachenmäßigen Arten würde ich sagen, bis dahin. Bis dann, macht's gut, viel Ciao. Spaß. Ciao.